Hallo, schön, dass du wieder mit uns auf der Matte bist. Heute bekommst du von uns wieder eine Yoga-Einheit und wir starten gleich. Komm ganz gemütlich in die Position des Kindes. Leg die Knie ein bisschen auseinander, sodass du genug Platz für deine Brust und für deinen Bauch hast, sodass du in Ruhe weiter atmen kannst und sich nichts eng anfühlt. Leg deinen Kopf ab, falls du merkst, dass es noch zu tief ist und im Nacken zieht, platziere dir gerne Kissen, Decke, Block unter deine Stirn oder lass die Stirn locker auf der Matte liegen. Schließ deine Augen. Dein Atem fließt ein und aus. Du fängst an, deine Gesichtszüge loszulassen. Lass die Stirn los. Lass deine Augen ruhig. Die Wangen gelöst. Den Kiefer locker. Zunge. Lass deine Schultern los. Und dein Atem fließt. Jetzt bringst du deine Aufmerksamkeit wieder hierher auf deine Matte, hierher zu deinem Körper und zu deiner Atmung. Sammel alle Gedanken, die noch irgendwo rumschwirren, ein und bring sie hierher, hierher jetzt auf deine Matte zu dir. Nimmst wieder wahr, wie dein Atem fließt, schnell oder langsam, flach oder tief. Ganz egal, wie dein Atem fließt, alles ist gut so. Nach deinem nächsten Ausatmen drehst du deinen Kopf langsam nach rechts, legst ihn auf der Seite ab. Dann drehst du deinen Kopf langsam nach links, legst ihn wieder auf der Seite ab. Komm wieder zur Mitte zurück. Streck deine Arme ein kleines Stückchen weiter nach vorne aus. Und dann krabbelt deine rechte Hand auf die linke vielleicht noch ein kleines Stück weiter nach außen. Und du ziehst die ganze rechte Seite lang auseinander. Dann wechsel das Ganze zur anderen Seite. Die rechte Hand wandert nach außen, die linke hinterher. Leg links auf rechts ab und zieh deine linke Seite lang. Dann komm wieder zur Mitte zurück. Lass deine Hände entspannt liegen und von hier findest du in deinen Vierfüßlerstand langsam nach oben. Platziere deine Hände unter den Schultern, deine Knie unter der Hüfte. Lass den Nacken noch lang und dann schiebst du deinen Rücken rund zur Katze nach oben raus. Atme aus. Und mit der Einatmung in ein kleines gefühltes Hohlkreuz. Ausatmen, Katze.
Lasse rund. Einatmen, sanft lösen. Ausatmen, wieder zur Katze rund. Einlösen. Nochmal aus, runder Rücken, schieb die Schulterblätter auseinander, einatmen, lösen und aus, schiebst du dein Gesäß auf die Fersen zurück, legst den Kopf nochmal kurz ab. Von hier taucht dein Brustbein durch die Arme nach vorne durch in deine kleine Kobra. Lass die Ellbogen eng, bring die Hüfte zum Boden, roll die Schultern zurück und lass den Blick gerne noch tief, dass dein Nacken lang bleiben kann. Heb deine Arme kurz vom Boden ab, heb die Hände kurz ab. Kraft in die Mitte holen, setz die Hände zurück und schieb dich über die Knie wieder auf die Fersen. Finde in dein Atemtempo einatmen, durchtauchen, in deine kleine, sanfte Kobra öffnen, ausatmen, rund auf die Fersen wieder zurück. Nochmal einatmen, Kobra, ausatmen, auf deine Fersen. Einatmen, Kobra, tauche wieder durch, roll die Schultern zurück. Ausatmen, auf die Fersen, bleib kurz hier. Von hier findest du einatmend in den Vierfüßlerstand nach oben zurück, aus in dein kleines Brett, Hüfte gestreckt, Schultern wieder von den Ohren weg, Kraft in die Mitte. Setz die Zehen auf, atme ein und drück dich hoch in das große Brett, atme aus. Aktive Mitte, wenn du merkst, das ist zu viel, bleib im kleinen Brett. Einatmen, Vierfüßler, ausatmen, auf die Fersen wieder zurück. Einatmend kommst du jetzt gleich in das kleine Brett, ausatmen, Stabhaltung, Ellbogen beugen. Kurz vom Boden anhalten und drück dich, ohne den Boden zu berühren, wieder hoch auf deine Fersen zurück. Einatmen, kleines Brett. Ausatmen, Stabhaltung, ohne dass der Körper den Boden berührt. Drück dich wieder hoch, atme ein und auf die Fersen aus. Mach das noch zweimal in deinem Tempo. Einatmen. Ausatmen, bleib in der Luft. Ein hoch und ein letztes Mal. Dein Tempo ein und aus. Ellbogen bleiben eng, Schultern von den Ohren weg. Dann bleib kurz auf deinen Fersen. Mit deiner nächsten Einatmung finde in deinen Vierfüßler, stell die Zehen um, ausatmen, dein erster kleiner herabschauender Hund, komm hoch. Einatmend bringst du deine Knie wieder zur Matte zurück, ausatmen, schieb dich auf die Fersen. Einatmen, Vierfüßler, ausatmen, herabschauender Hund. Ein, bring die Knie nur bis kurz vor die Matte zurück. Aus, schieb dich wieder hoch. Aktive Mitte, nochmal. Knie tief ein, Steißbein hoch, aus. Knie tief ein, Steißbein weit nach oben, aus. Halte hier und finde dich langsam in deine Position. Füße hüftbreit, seien geradeaus. Hände flach. Länge in deine Wirbelsäule. Lass die Knie gern gebeugt, die Fersen in der Luft. Lass dir Zeit. Lass deinem Körper Zeit, sich an die Bewegung zu gewöhnen. Einatmend hebst du die Fersen höher, beugst die Knie, nimm die Spannung aus der Rückseite und lauf zwischen deine Hände vor. Zieh in deinen langen, gestreckten Rücken parallel zum Boden. Die Wirbelsäule stützt dich gerne ab. Und dann sinkt deine Wirbelsäule genauso lang tief in die Vorbeuge. Lass den Kopf los. Atme ruhig und beweg gern deinen Kopf mal. Ja, ja, nein, nein. Den Nacken,
sodass du locker lassen kannst. Bring viel Druck auf deine Füße, verwurzel dich, beug die Knie ein bisschen ein und dein langer Rücken zieht dich in den gestreckten Berg nach oben, richte dich auf. Ausatmen, Arme lösen, zieh dein Steißbein unter die Wirbelsäule. Richte dich hier auf, Schultern zurück und tief, Brustbein stolz, Steißbein tief. Langer, faltenfreier Nacken, hältst du immer noch Druck auf deinen Füßen und bleibst ganz fest verwurzelt. Mit deiner nächsten Einatmung streck die Arme nach oben, gestreckter Berg. Ausatmen, beug aus der Hüfte in die Vorbeuge tief. Einatmen in deinen langen Rücken. Ausatmen, Hände neben deine Füße, rechts, links in dein Brett zurück. Richte dich hier aus, sammel die Mitte wieder ein. Hände unter den Schultern, Nacken bleibt lang, Kraft in dein Bauch. Einatmen, zieh die Knie in den Vierfüßler. Ausatmen, Katze, runder Rücken, schieb raus. Ein kleines gefühltes Hohlkreuz, herabschauender Hund, stell die Zehen auf und schieb dich hoch. Finde dich hier wieder in deine Position. Bring ganz viel Länge in deine Wirbelsäule. Lass die Knie dafür gern gebeugt und die Fersen in der Luft, um dir erstmal Länge im Oberkörper zu schaffen, die Arme lang zu lassen und die Schultern weit von den Ohren wegzuschieben. Dein Atem fließt ein und aus. Mit der nächsten Einatmung löst du schon wieder die Fersen und beugst die Knie aus, lauf zwischen deine Hände vor. Langer Rücken, atme ein, zieh dich lang und aus, tauch tief in die Vorbeuge wieder ab. Einatmen, gestreckter Berg, langer Rücken zieht nach oben, ausatmen, Berg, steh fest und sicher. Einatmen, streck dich wieder nach oben. Ausatmen, aus der Hüfte beugen, in die Vorbeuge tief. Langer Rücken, lass auch den Nacken lang, atme ein, links, rechts in dein Brett, atme aus. Sammel Kraft in der Mitte. Einatmen, Vierfüßler. Ausatmen, Katze, runde Rücken. Ein, locker lassen, gefühltes Hohlkreuz. Aus, herabschauender Hund. Dein Atem fließt ein und aus. Schaff dir wieder viel Platz zwischen Schultern und Ohren. Länge in deiner Wirbelsäule. Und ganz wenig Gewicht auf deinen Händen. Wenn du hier viel Gewicht spürst, Druck auf deinen Schultern spürst, dann löst die Fersen höher und beug die Knie mehr, um immer mehr Länge in den Oberkörper bringen zu können. Sammel auch hier nochmal deine Bandhas ein, Beckenboden, Bauchnabel nach innen oben, Rippenbögen schließen. Wenn du möchtest, Jalandhara Bandha, dein Kinnschloss schließen. Wenn du weißt, dass du einen sehr niedrigen Blutdruck hast, lass das weg. Einatmen, löst die Fersen, beugt die Knie aus, wander wieder zwischen deine Hände vor. Langer Rücken, zieh dir Raum in deine Wirbelsäule, ausatmen, tauch tief ab. Einatmen, gestreckter Berg, bleib in deinem Tempo, ausatmen, steh stolz und fest. Einatmen, wachse gleich wieder nach oben, ausatmen, Vorbeuge, tauche ab. Einatmen, langer Rücken, ausatmen, Brett, wander zurück. Einatmen, kleines Brett. Ausatmen, Stabhaltung, ohne die Matte zu berühren, Ellbogen eng, Kobra, leg jetzt deine Hüfte ab und öffne. Herabschauender Hund, schieb dich über die Knie oder gleich nach oben raus.
Atem fließt. Mit der Einatmung heb die Fersen hoch, komm auf deine Zehenspitzen aus, schieb die Fersen wieder tief. Nochmal einatmen hoch, ausatmen tief. Ein, löst die Fersen, beugt die Knie aus, lauf wieder leise zwischen deine Hände. Langer Rücken, atmest du ein, tauch tief ab, aus. Gestreckter Berg, atme ein, ausatmen, steh fest und sicher. Einmal mehr, einatmen, streck dich, ausatmen, tief in deine Vorbeuge. Ein in deinen langen Rücken, schaff dir Raum, ausatmen in dein Brett. Einatmen, entscheide selbst, großes oder kleines Brett. Ausatmen, Stabhaltung, lass die Ellbogen eng. Cobra, atme ein. Herabschauender Hund, atmest du wieder aus. Atme ruhig, lass den Blick Richtung Füße gerichtet, den Nacken lang. Dein Steißbein ist der höchste Punkt. Einatmen, löst die Fersen, beugt die Knie aus, zwei oder mehr Schritte zwischen deine Hände. Einatmen, lange Wirbelsäule, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, gestreckter Berg, lass die Arme lang oben, rotier zur rechten Seite auf, twist, öffne deine Arme aus. Mitte atmest du wieder ein und das gleiche nach links aus. Mitte, atme ein, komm hoch und in die Vorbeuge, atmest du wieder aus. Einatmen in deinen langen Rücken, nochmal in dein Brett zurück, atme aus. Einatmen, Kraft in der Mitte sammeln, großes oder kleines Brett, ausatmen, Stabhaltung, halt die Kraft. Cobra, leg jetzt erst ab, öffne. Herabschauender Hund, schieb dich wieder raus. Löse hier gleich deinen rechten Fuß von der Matte, schieb die linke Ferse ein bisschen tiefer. Und dann bringst du deinen rechten Fuß zwischen deine Hände nach vorne, Sprinterposition. Nase über deinem großen Zeh, Druck auf deine Ferse, sink die Hüfte tief. Atme ruhig, genieß die Dehnung in deinem Hüftbeuger und nimm dir gerne deine Blöcke dazu, um die Schultern loszulassen, um dir Platz in deiner Brustwirbelsäule zu schaffen. Ein, zieh nochmal Länge in deine Wirbelsäule und in deinen Nacken aus. Herabschauender Hund, gehst du wieder zurück. Hier löst du gleich deinen linken Fuß, schieb die rechte Ferse tiefer und dann bring den linken Fuß zwischen deine Hände, finde in deine Sprinterposition, Nase über dem großen Zeh, Nacken bleibt lang, Wirbelsäule lang und versuche mal eine Linie von der Ferse bis zu deinem Scheitel zu bringen. Atem fließt, Hüfte sinkt, mit jedem Ausatmen tiefer. Ein, ziehst du dir nochmal mehr Länge in deine Wirbelsäule, ausatmen, herabschauender Hund, wanderst du wieder zurück. Schieb dein Steißbein hoch, genieß die Dehnung hier an deiner Rückseite und dein Atem fließt weiter. Ein, löst die Fersen, beugt die Knie, aus, lauf zwischen deine Hände. Langer Rücken, atme ein, lass den Nacken lang und austauch tief ab. Gestreckter Berg, atme ein, twist zur rechten Seite, öffne, atme aus. Ein zur Mitte, twist, drück die Füße fest in die Matte, links aus. Mitte atmest du ein und gleich wieder in deine Vorbeuge, atme aus. Bleib kurz hier, lass den Kopf, den Nacken los.
Atme ruhig ein und aus. Sinke mit jedem Ausatmen ein kleines Stück tiefer und lass los. Einatmen, ziehst du wieder in deinen langen Rücken und setzt diesmal nur deinen rechten Fuß in den Sprinter weit zurück. Dreh gleich deinen Fuß hinten quer zum Mattenrand auf. Du öffnest deine Füße, deinen Oberkörper, deine Hüfte in deinen Krieger 2. Fächer die Arme nach oben auf, Schultern entspannt, Steißbein tief, richte dich hier erstmal aus. Druck auf deine Ferse vorne, legen die Zehen lang. Dein Knie zieht ein kleines bisschen weiter Richtung kleiner Zeh. Dein Atem fließt, dein Nacken bleibt lang. Deine Schultern sinken tief nach hinten unten. Sehr schön. Atme ein, streck dein vorderes Bein. Und zieh die Hand über deinen Fuß nach vorne weit raus. Lass die Hand Richtung Bein nach unten sinken. Öffne in dein Dreieck. Den rechten Arm nach oben. Lass die Hand nur so tief sinken, wie du weit offen bleiben kannst. Du kannst dich immer wieder selber kontrollieren. Schau zu deinem Fuß nach unten, ob dein Fuß und dein Kopf auf einer Höhe bleiben. Wenn dein Kopf viel weiter vorne ist, hol die Hand ein kleines Stückchen höher und öffne deinen Kopf, deine Brust, deine Schulter wieder. Du kannst dir natürlich auch deinen Block als Unterstützung nehmen und dich hier aufstützen und wieder eine Linie Hand, Schulter, Schulter, Hand in deinen Oberkörper bringen. Atme ruhig ein und aus. Und jetzt löst du deine rechte Hand zu deiner rechten Hüfte, fasst um deine Hüfte und öffnest nochmal ganz bewusst selber deine Hüfte ein kleines Stückchen zurück, sodass dein Ellbogen jetzt nach oben zeigt, deine Schulter mit öffnet und deine Hüfte nach oben öffnen kann. Atme ruhig. Jetzt bleibt deine Hüfte genau in der Position. Du streckst deinen Arm wieder nach oben aus. Einatmend findest du in den Krieger 2 nach oben zurück, vorderes Knie beugt. Atme ruhig. Dann sinke zurück in deine Rückbeuge. Lass die hintere Hand zum Bein sinken, vorderer Arm zieht hoch und genieße hier wieder den Stretch in der Seite. Atme ruhig. Wenn du magst, lässt du die untere Hand zum oberen Schulterblatt über deinen Rücken krabbeln. Atme ruhig ein und aus. Finde hier in deine Position und auch hier kontrolliere nochmal vorne den Fuß, das Knie, Druck auf die Ferse, Knie Richtung kleiner Zeh. Atem fließt ein und aus. Einatmen, löse wieder, bisschen den Krieger 2 zurück, beide Hände zum Fuß nach vorne, wieder nach unten bringen, hintere Ferse hebt. Du kannst gerne direkt in den herabschauenden Hund oder Stabhaltung, Cobra, herabschauender Hund, das entscheidest du. Einatmen, löst die Fersen, beugt die Knie aus, lauf zwischen deine Hände vor. Langer Rücken, atme ein, tauch tief ab, atme aus. Einatmen, schon wieder in deinen langen Rücken, ausatmen, linker Fuß setzt zurück in den Sprinter. Dreh hier auch gleich den linken Fuß quer zum Mattenrand. Druck auf die rechte Ferse, schraubst du dich hoch in dein Krieger 2. Öffne die Hüfte, die Brust, lass die Schultern tief. Denk an dein vorderes Bein, Druck auf die Ferse, Zehen lang. Knie öffnet ein kleines bisschen Richtung kleiner Zeh. Lass die Schultern entspannt nach hinten unten ziehen. Ein Steißbein unter die Wirbelsäule.
Von hier streckst du wieder das vordere Bein, ziehst die Hand über deinen Fuß, zieh dich nach vorne raus, dann lass die Hand Richtung Bein sinken und heb deinen anderen Arm mit nach oben in dein Dreieck. Unterstütz dich, wie immer du das brauchst, gerne mit deinem Block unter die Hand oder die Hand weiter oben, sodass du die Brust, die Schulter weit öffnen kannst. Und hier wieder eine Linie, Hand, Schulter, Schulter, Hand in deinen Körper bringst. Lass deine obere Hand auf deine Hüfte sinken, fass um deinen Hüftknochen und öffne nochmal einen kleinen Zentimeter weiter. Zieh richtig mit der Hand deine Hüfte ein kleines bisschen weiter auf. Öffne die Schulter, die Brust und denk dran, wann immer dir das im Nacken zu viel ist, veränderst du natürlich deine Nackenposition. Streck deinen Arm langsam wieder nach oben auf. Und von hier aus findest du in den Krieger 2 zurück. Beug wieder das vordere Knie, Arm auf Schulterhöhe. Korrigier deine Fuß-, deine Knieposition. Und dann sinkst du mit deinem Arm zurück Richtung Bein. Die vordere Hand öffnet nach oben, schau hinterher. Genieß die Dehnung in der Seite und wenn du möchtest, krabbelt die hintere Hand diagonal zum Schulterblatt nach oben. Atme ruhig, Druck auf die Ferse vorne, Zehen lang, Knie und Hüfte bleiben stabil, aktive Beine. Von hier löst du langsam wieder bis zu deinem Krieger 2 auf. Deine Hände wandern dann zum Fuß nach vorne. Hintere Ferse hebt entweder gleich in den herabschauenden Hund oder Brett, Stab, Kobra, herabschauender Hund. Dein Tempo. Einatmen, löst die Fersen, beugt die Knie, ausatmen, komm zwischen deine Hände vor. Langer Rücken, atmest du ein, Vorbeuge, atme aus. Einmal mehr, ganz bewusst im Flow, langer Rücken, atmest du ein, rechter Fuß, Sprinter, atme aus. Krieger 2, dreh den Fuß quer, komm nach oben, atme ein, sinke hier aus. Einatmen, vorderes Bein streckt, Dreieck, atme aus, öffne und halte kurz in deiner Position. Mit deiner nächsten Einatmung, Krieger 2, ein, sinke wieder aus, Rückbeuge, atme ein, halte, atme aus. Einatmend kommst du wieder in den Krieger 2, aus zum Boden zurück, auf deinem Weg bis in den herabschauenden Hund. Atme hier kurz durch, ein und aus. Dann löst schon wieder die Fersen, beugt die Knie, kommt zwischen deine Hände vor. Langer Rücken, atme ein in die Vorbeuge, aus. Ein, wieder in den langen Rücken, linker Fuß zurück, atme aus. Dreh den Fuß quer, einatmend, Krieger 2, schraub dich hoch, aus, sinke. Einatmen, streck das vordere Bein aus, zieh dich nach vorne und tauche in dein Dreieck ab. Atme weiter. Hüfte offen, Beine aktiv. Einatmen, kommst du wieder in den Krieger 2 hoch, atme aus. Ein, sinke zurück, öffne weit, genieß den Stretch aus. Einatmen, löst schon wieder und aus, bring die Hände bis zum Boden zurück. Geh auf deinem Weg
bis in den herabschauenden Hund zurück. Und genieß die Dehnung hier, atme durch. Lass deine Fersen Richtung Matte sinken, dein Steißbein nach oben ziehen. Länge in der Wirbelsäule, langer Nacken. Und das aktiv gesetzt. Einatmen, löst die Fersen, beugt die Knie aus, lauf außen neben deine Hände. Lass die Füße mindestens mattenbreit geöffnet. Zieh auch hier nochmal in deinen langen Rücken, atme ein und tauche in deine tiefe, breite Vorbeuge ab, atme aus. Atme ruhig ein und aus. Lass deinen Scheitel immer weiter Richtung Boden sinken. Immer mehr Länge auch hier in deine Wirbelsäule. Und denk dran, Vorbeuge loslassen, annehmen und akzeptieren. Mit jeder Ausatmung lässt du mehr los. Du löst auch hier langsam wieder, drehst deine Zehenspitzen ein bisschen weiter nach außen, kommst in einen tiefen Squat mit dem Gesäß zwischen deine Beine tief, deine Atem fließt und von hier streckst du mal beide Arme lang nach oben. Atme ruhig, zieh dein Steißbein noch ein Stückchen tiefer, dein Brustbein noch ein bisschen stolzer. Und dann bringst du beide Hände flach vor dir zur Matte. Du weißt, glaube ich, schon, wo es hingeht. Platziere deine Knie entweder neben deinen Armen und bring Druck mit den Armen gegen deine Oberschenkel oder deine Knie auf den Oberarm hinten und verlagere dein Gewicht jetzt auf die Hände nach vorne und auf deine Zehen. Heb die Fersen ein kleines Stückchen von der Matte ab. Vielleicht geht's schon weiter, du kommst auf die großen Zehen. Vielleicht geht's noch weiter und du kannst die Fersen von der Matte heben und halten. Kraft in deine Mitte. Setz die Bandas, halte deine Balance, wo immer du stehst und vielleicht schaffst du es schon bis in deine Krähe. Atme ruhig ein und aus. Halte so lange, wie du kannst und wenn du merkst, es ist genug, bring deine Füße zur Matte zurück. Setz die Füße auf, streck deine Beine wieder aus und komm kurz in deine Vorbeuge tief, lass den Kopf los, deine Knie wieder locker. Und von hier atmest du auch wieder über die Seite mit dem langen Rücken nach oben ein, richte dich auf. Ausatmen, hol deine Hände vor dein Herz zusammen in den Stand und sammel deine Füße wieder parallel zueinander ein. Für den Baum richtest du dich jetzt hier aus. Lass rechts dein Standbein sein, dein linker Fuß kann entweder auf dem großen Zeh stehen und du lehnst die Ferse nur oberhalb des Knöchels an, öffnest dein Knie und deine Hüfte oder du setzt den Fuß höher an die Wade oder den Oberschenkel, sodass auch hier das Knie immer noch nach außen zeigen kann. Denk dran, völlig egal, welche Höhe dein Bein findet. Du bleibst da, wo du stabil und sicher stehen kannst, da, wo dein Knie offen bleibt. Deine Schultern tief sinken können, deine Hüfte sich aufrichten kann,
Dein Nacken lang bleibt und du ganz in Ruhe atmen kannst. Finde deine Balance hier im Baum. Und wenn du möchtest, kannst du jederzeit mit den Armen lang in den Baum nach oben wachsen. Die Schultern bleiben tief. Wenn du ganz sicher stehst, darfst du gerne deinen Blick nach oben heben. Kannst aber genauso gut den Blick am Boden lassen und deine Balance hier halten. Hier hast du wieder Platz und Zeit, ganz in Ruhe ein- und auszuatmen. Sicher zu stehen, Balance, Kraft und Konzentration. Hier holst du erst deine Hände wieder zurück vor dein Herz. Dann löst du vorsichtig dein Bein wieder, die Füße parallel zueinander. Lass kurz die Knie, die Fußgelenke, die Zehen vielleicht locker, bevor du für dich die Seite wechselst. Platziere deinen rechten Fuß in deiner Höhe wieder da, wo du gut den Baum halten kannst. Richte deine Hüfte auf, dein Brustbein hebt. Deine Schultern sinken tief nach unten. Dein Nacken bleibt lang. Findest deine Balance. Hast trotzdem Kraft. Bist konzentriert. Wenn immer du möchtest, wachse lange den Baum oder bleib hier, steh stabil, lass deine Schultern los, dein Nacken lang oder den Blick gehoben, das, was du heute möchtest. Auch hier holst du erst wieder deine Hände vor dein Herz zurück, den Blick zum Boden. Dann löst du langsam deinen Fuß. Lass die Füße, die Knie wieder locker. Lass dann beide Füße liegen, lass deine Knie weich und heb nur die Ferse von der Matte ab. Halte hier. Zieh die Wirbelsäule nochmal lang, Schultern tief und bring deine Daumen zwischen deinen Augenbrauen an die Stirn. Halte hier die Fersen in der Luft, den Blick zum Boden gerichtet. Und wenn du soweit bist, dann schließe gerne deine Augen und schau mal, wie viele Atemzüge du die Augen geschlossen halten kannst. Vielleicht ein, zwei. Vielleicht schon mehr, finde hier in deine Balance. Steh sicher, spür, wie alle kleinen Muskeln deinen ganzen Körper stabilisieren und dich in der Balance halten. Dann öffne deine Augen langsam wieder, bring die Fersen zur Matte, streck dich in den gestreckten Berg nach oben, atme ein, tauche in die Vorbeuge ab, atme aus. Beug deine Knie ein, kreuz deine Beine und setz dich zur Matte ab. Setz dich auf der Matte hier ab. Zieh erstmal deine Wirbelsäule lang. Vielleicht möchtest du deine Geräte oder deine Blöcke, Kissen, Decke noch in deine Nähe holen, sodass du da gleich im Sitzen oder auch im Liegen drankommen kannst. Dann bleibst du hier, streckst dein rechtes Bein lang nach vorne aus,
Holst den linken Fuß ein bisschen näher zu dir ran und lässt das Knie nach außen sinken. Leg die Fußfläche ähnlich wie beim Baum, einfach am Bein, am Oberschenkel oder wenn du merkst, das Knie steht weit nach oben, setz den Fuß weiter Richtung Unterschenkel oder Fußgelenk. Hol jetzt nochmal deine Sitzbeinhöcker auf die Matte zurück, dass du dich aufrichten kannst, lang bleiben kannst. Zieh rechts die Zehenspitzen ran und dann streck deine Arme über die Seite lang nach oben aus. Und zieh dich erstmal lang nach vorne, atme aus, hol Länge aus der Hüfte. Du kannst die Hände jetzt neben dein Bein sinken lassen. Vielleicht kommst du an deine Zehen und hältst dich am Fuß fest. Wer sehr beweglich ist, kann sich auch gerne den Block vor den Fuß legen und rechts und links am Block festhalten. Und dann zieh nochmal dein Brustbein Richtung Zehen, hol dir Länge in die Wirbelsäule, atme ein. Und aus, sinke hier in die Vorbeuge mit Länge tief. Und immer wieder atmest du ein, findest Länge in deiner Wirbelsäule. Aus, lass los. Einatmen, Länge. Aus, loslassen. Ganz langsam fängst du an, dich wieder ein bisschen weiter nach oben zu bewegen, dich wieder aufzurichten nach oben. Wenn du lang angekommen bist, öffne deine Arme rechts und links auf Schulterhöhe weit. Dreh deinen Daumen nochmal nach hinten, öffne dein Brustbein und dreh dich zu deinem angewinkelten Bein auf. Setz deine rechte Hand zum Boden neben dein Bein, halte hier. Und gib ein bisschen Druck gegen dein Bein. Einatmend kommst du wieder nach oben, streck beide Arme einmal hoch und zieh dich lang aus, löst die Arme wieder zur Seite. Stell deinen linken Fuß auf, streck dein linkes Bein nach vorne aus und wechsel. Stell den rechten Fuß auf, lass das Knie nach außen sinken. Zieh die linke Fußspitze ran, atme ruhig, richte die Wirbelsäule auf, sitz fest. Dann streckst du auch von hier die Arme wieder lang nach oben raus, atme ein und mit der Ausatmung Länge aus der Hüfte holen, zieh dich lang nach vorne. Lass die Hände dahin sinken, wo du gut halten kannst. Du kannst auch hier jederzeit die Blöcke unter deine Hände legen oder um deinen Fuß fassen oder dir, falls du einen Gurt, Handtuch oder Bademantelgürtel hast, um deinen Fuß legen und dich rechts und links festhalten. Auch hier Länge in deine Wirbelsäule, immer wieder ein, Länge, aus, loslassen. Ein, Länge finden, aus, loslassen. Ganz langsam bewegst du dich wieder nach oben, bis du aufrecht sitzt. Deine Arme auf Schulterhöhe weit öffnest, dreh den Daumen wieder nach hinten. Und dann dreh dich nochmal zum angewinkelten Bein, setz deine Hand wieder ab. Die
Andere Hand, ein bisschen Druck gegen dein Bein bringen. Genieß nochmal die Drehung in deiner Wirbelsäule. Lass die Schultern tief, den Nacken lang. Komm langsam wieder zur Mitte zurück. Streck dich ein, löst die Arme zur Seite, atme aus und streck beide Beine lang nach vorne aus. Setz deine Hände hinter den Rücken. Zum umgekehrten Brett kannst du die Beine lang lassen, die Finger Richtung Rücken oder ein bisschen nach außen drehen, wenn es in der Schulter unangenehm ist. Oder wenn dir das gleich zu viel wird, stellst du einfach die Füße für deine Bankposition auf. Einatmend hebst du deine Hüfte hoch. Ausatmen, streck die Hüfte raus, Blick Richtung Decke, atme ruhig. Und einatmen, schiebst du dein Gesäß noch ein Stückchen höher, die Hüfte. Ausatmen, sinkst du schon wieder zur Matte zurück. Streck beide Beine lang nach vorne aus, komm in Dandasana, dein Stocksitz, richte dich lang in der Wirbelsäule auf. Einatmen, streckst du beide Arme hoch neben deine Ohren. Ausatmen, kommst du auch hier nochmal in deine Vorbeuge tief. Fass gern die Füße oder leg dir wieder irgendwas um deine Füße, Socken, Gürtel, Gurt, wenn du hast, oder Handtuch und sinke hier in deine Vorbeuge tief. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt nochmal komplett nach hier und jetzt zu deinem Körper und zu deiner Atmung. Nutz die Atmung, dich mit jeder Ausatmung ein kleines bisschen weiter sinken zu lassen. Kleines bisschen mehr Spannung loszulassen. Und in deine Position hier zu finden. Bleib mit der Aufmerksamkeit hier und jetzt. Hier bei deiner Atmung. Hier bei deinem Körper. Jetzt und hier. In deiner Vorbeuge. Vergiss, dass es zieht, dass es vielleicht irgendwo zwickt und wehtut. Konzentriere dich auf deine Atmung, jeden Atemzug. Nimm noch einen tiefen, ruhigen Atemzug hier. Und dann löst du auch hier langsam wieder nach oben auf. Richte dich lang auf, zieh deine Schultern wieder tief, stell deine Füße auf, kreuz deine Füße, bring deine Hände nach vorne, dein Gewicht auf die Hände, komm in dein Brett. In Zeitlupe lässt du dich langsam Richtung Boden sinken, beug die Ellbogen und leg dich auf der Matte ab. 3, 2, 1. Jetzt erst kommst du auf der Matte ab, streck den Körper aus, streck die Zehen, streck deine Arme neben deinem Körper nach hinten aus, Richtung Füße. Lass die Stirn kurz auf der Matte liegen und erst mit der Einatmung hebt die Stirn von der Matte. Deine Schultern wieder nach hinten unten, heb die Hände. Nimm ganz viel Kraft in die Mitte, Bandhas gesetzt, Gesäß angespannt. Und dann heben deine Füße von der Matte, halte hier in deinem Vogel.
Atme ruhig und wenn du möchtest, verschränk deine Hände ineinander und zieh deine Hände Richtung Füße. Öffne deine Brust. Du kannst den Nacken lang lassen oder den Blick leicht nach vorne heben. Schau, was dir im Nacken angenehmer ist. Atem fließt ein und aus. Nochmal einatmen, einen kleinen Zentimeter weiter heben und aus, leg ab, leg den Kopf ab, löst die Hände und schaukel mal deine Hüfte ein bisschen von rechts und links hin und her. Lass wieder los. Setz dann deine Hände wieder neben dir auf, schieb dich über den Vierfüßlerstand Richtung Fersen zurück. Und dann krabbelst du auf den Knien nach vorne Richtung Hände an deinen Mattenrand, sodass du dich hinter deinen Füßen absetzen kannst, die Matte hinter dir liegt. Schnapp dir ein Bein oder beide und komm in deine Rückenlage, roll dich auf die Matte ab. Leg dich auf dem Rücken ab. Atme ruhig, stell die Füße auf, dich zu deinem Gesäß. Jetzt lässt du beide Knie nochmal zur rechten Seite nach unten sinken. Legst die Arme, wenn du magst, auf Schulterhöhe rechts und links weit von dir weg und drehst den Kopf nach links. Genieß wieder die kleine Drehung in deiner Wirbelsäule. Atme ruhig. Komm dann langsam zur Mitte zurück und wechsel für dich die Seite. Lass die Knie sinken nach links, dein Kopf dreht nach rechts. Beide Schultern bleiben auf der Matte liegen, schwer. Dann komm langsam wieder zur Mitte zurück, stell die Füße auf und dann zieh deine Knie nochmal zum Bauch ran, fass um deine Beine, zieh deine Nase Richtung Knie, mach dich nochmal ganz klein und rund und dann lass los, lass deinen Oberkörper zur Matte sinken, deine Füße zur Matte sinken, streck dich lang aus. Nimm dir alles dazu, was du brauchst, vielleicht deine Decke oder zieh dir noch was über und begib dich in deine Entspannungsposition. Leg den Kopf schwer ab, löse alles, was dich am Hinterkopf stört, sodass du ganz bequem hier liegen kannst, dein Nacken lang bleibt. Vielleicht möchtest du dich unter den Knien noch mit irgendwas unterstützen, sodass der untere Rücken wieder loslassen kann und es auch da nirgendwo mehr zieht oder zwickt. Und wenn du sicher bist, dass du jetzt bequem liegst, ziehst du ganz bewusst nochmal deine Schultern von den Ohren weg tief. Drehst deine Handflächen nach oben auf und lässt hier los. Lass alle Muskeln los, alle Spannung los. Lass die Gelenke locker, deine Fußspitzen rechts und links nach außen sinken. Alle Spannung, die du in der Stunde gehalten hast, darfst du jetzt loslassen. Lass tief und schwer in deine Matte sinken. Und heute wanderst du mal deinen ganzen Körper entlang.
Fang mit deinen Füßen an, lass die Zehen los, die Füße locker, die Fußgelenke entspannt, lass deine Waden locker, die Schienbeine, deine Kniekehlen, Kniegelenke locker. Oberschenkel Vorderseite entspannt, die Rückseite entspannt. Lass die Hüfte los, dein Gesäß liegt ganz breit, völlig entspannt auf deiner Matte. Spürst deine Wirbelsäule lang. Warm und weich. Alle Muskeln darum herum lassen los. Lassen dich tief in die Matte sinken. Die Schulterblätter sind schwer. Dein Bauch hebt. Und senkt sich ganz sanft, ganz allein. Deine Brust liegt weit offen. Lass die Schultern los, tief und schwer in deine Matte sinken. Deine Oberarme sind entspannt. Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke, Hände, doch die Finger, bis in die Fingerspitzen, völlig entspannt. Nacken liegt lang, dein Hinterkopf schwer. Lass die Kopfhaut los, lass die Stirn glatt, deine Augen ruhig, die Wangen gelöst, die Ohren locker. Alle Muskeln um deinen Mund rum lassen los. Deine Lippen sind locker. Dein Kiefer gelöst. Doch deine Zunge löst vom Gaumen. Dein ganzes Gesicht liegt weich, glatt. Völlig entspannt. Dein ganzer Körper liegt schwer, warm, völlig entspannt. Nur dein Atem fließt, ganz ruhig, ganz allein. Komm hier an, in deiner Stille und spür, wie du ruhig, schwer, angenehm warm liegst.
spürst deinen Körper schwer, völlig entspannt und angenehm warm. Spürst die Ruhe. Du spürst das Gefühl der Ruhe, der Entspannung. Und merkst dir ganz genau, wie es sich anfühlt, ruhig und entspannt zu sein. Und immer wieder kannst du genau zu diesem Gefühl zurückfinden. Ruhig und völlig entspannt. Ich bin ruhig, völlig entspannt. Auch dein Atem fließt ruhig und erst nach und nach lässt du jeden Atemzug wieder ein bisschen tiefer bis in deinen Bauch fließen. Nimm noch einen Atemzug bis ganz tief in deinen Bauch ein. Lang und ruhig wieder aus. Fängst du an, ganz wenig deine Zehen zu bewegen, deine Füße, deine Finger, deine Hände, dein Kopf. Wenn du magst, streck und reck dich ganz lang. Und irgendwann stellst du nacheinander deine Füße wieder auf. Du kannst hier bleiben oder dich nochmal auf deine Lieblingsseite drehen. Einen kleinen Moment Zeit lassen, deine Gedanken hierher zurückfinden zu lassen. Irgendwann fängst du an, wieder ein bisschen Bewegung in deinen Körper zu bringen. Alles das, was du jetzt brauchst, was dein Körper bewegen möchtest. Nur dein Gesicht lässt du noch weich und entspannt, deine Augen geschlossen. Irgendwann bewegst du dich mehr und findest nach oben in deinen aufrechten, geraden Sitz zurück. Immer noch ist dein Gesicht entspannt, ruhig. Richte deine Wirbelsäule lang auf, hol deine Hände vor dein Herz. Mit der Einatmung wachse ganz lang in deiner Wirbelsäule, streck die Arme hoch. Ausatmen, hol deine Hände wieder vor dein Herz. Schenk dir ein kleines Lächeln, dass du heute wieder so lange mit uns auf der Matte durchgehalten hast. Öffne sanft und langsam deine Augen. Schick nochmal ein Dankeschön an deinen Körper, ein Dankeschön an euch, dass ihr wieder dabei wart. Und Namaste. Bis zum nächsten Mal. Wir schicken dir Kraft und Konzentration. Bis dann.